Hallo miteinander. Wenn ihr mal eine gute Idee braucht für ein lecker Bier-Apero, probiert das Rezept aus. Wir haben hier feine Biergrissini gemacht. Holzfass-Biergrissini. Feine Bierhaube dazu. Schaut zu, wie das Rezept geht. Da sehen wir alles brauchen zum Nachkochen. Ladet euch ein Rezeptblatt ab oder auf die Bring-App die Einkaufsliste zum Nachkochen. Für unsere guten Holzfass-Biergrissini. Hier noch ein bisschen gehackte Rosmarin dazugeben. Kann man selbstverständlich auch frische nehmen. Dann ein bisschen salzen. So. Habe ich bereits Mehl, Butter, Hefe, Zucker drin. Dann. Bira. Voilà. 100 Gramm Bier, also läuft. Ein Dezi. So, perfekt. So wie. Dann machen wir jetzt dem hier ein schönes homogenes Teig. Dann 10-15 Minuten später. Richtig gut geknetteten Teig haben wir jetzt. Und dann tun wir jetzt den Schälchen. Ich habe hier ein feuchtes Küchentuch abdecken. Jetzt lassen wir den über eine Stunde aufgehen in einem kühlen Ort. So, dann ist der Teig schön aufgegangen. Dann tun wir jetzt hier ohne Mehl gleichmäßige Stückchen abschneiden. Röllele, genau. Wir können auch Eisgrissini machen, oder? Wäre auch gerne. Jumbo-Grissini, oder? Etwa so. Si. Grissini-Rolle. Dann hätten wir die Grissini. Alle perfekt gleich gross, wie es muss sein. Wunderschön. Backofen 200 Grad, 10 bis 15 Minuten. Und dann sollten die ready sein. Very nice. So. Gut, dann kommen wir zum bedeutend spannenderen Teil, und zwar ein Bierhugo. Das Rezept ist von der Locher Brauerei. Für das haben wir bereits ein bisschen Limette gewürfelt. Dann Minze gezupft und gewaschen. Und dann mit einem Löffel hier grob ein bisschen verdrücken. Dass die Aromen rauskommen, oder? Ganz gute Aromen. So. Dann, Zando. Zwei Weingläser. Dann müssen wir jetzt das hier schön aufteilen. Dann ein Schlückchen Holunderblütensirup. Für das gewisse Etwas. Für den Sugar. Den Sugar. Dann Vollmondbier. Und die müssen anscheinend perfekt passen zum Bierhugo. Alkoholfrei, ja? Wir sind gespannt. Ein Leermond ist alkoholfrei. Es hat Alkohol drin. Das sollte Alkohol drin haben, Sandro, ja. Tut das alles gut? Also ich habe kein Problem damit, weil es nicht leer aussieht. Ich auch nicht. So, dann füllen wir es hier auffüllen. Schönes Schäumchen, oder? Genau. Vollmondbier, 5,2 Volumenprozent. Alles klar. Sandro, lass es dir schmecken. Grazie mille, ja. Cheers. Cheers. Freshy Sachen. Coole Idee, mal für ein Apero. Jetzt noch Grissini dazu. Und dann gibt es einen Dinger, sehr schön. Dann können wir noch ein bisschen Bier genießen. Sehr schön. Ich habe gemeint, es ist ein bisschen warm. Natürlich kommen hier noch Eiswürfel rein. Und dann haben wir ein perfektes Erfrischungsgetränk für den Sommer. Perfekt, oh. Bitte schön. Jetzt ist gut. Und so nochmal testen. Das klingt super, wenn man da anstellt. Ja, schon viel besser. Nein, schon etwas anderes. Die Grissini sind fertig. Jetzt tun wir die hier in eine Vase rein. Sie sind schön gross geworden. Duftet herrlich. Und Sandro, was sagst du zu unserem Bier-Apero?
Wundervoll. Wirklich geil. Geil. Ein bisschen Bierhugo dazu. Wenn ihr euch Gäste mal überraschen wollt mit einem Bier-Apero, probiert es aus. Viel Spass miteinander. Ciao zusammen.